Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen in einer neuen Map, wie ihr uns schwer kennen könnt. Und zwar spielen wir, lass mich kurz die Tasks machen, Mira Hauptquartier. Das kennt ihr bereits, die Map gibt es nämlich auch im ganz normalen Among Us, aber ihr könnt unschwer erkennen, dass wir hier eine gemoddete Variante spielen. Und zwar ist hier im Mira Hauptquartier, was wir hier spielen, das ist ja ein Forschungszentrum für Alien-Technologie. Und hier ist, ein Riesententakel-Alien ausgerastet. Und hat alles zerstört. Die Map ist komplett kaputt. Beziehungsweise komplett kann man gar nicht sagen. Denn wir haben übrigens auch Custom Task. Jede Task ist auch neu und custom. Das heißt, das wird sehr, sehr spannend. Warum campen die hier drin? Das ist crazy. Wir wollen uns eigentlich mal alles angucken. Hier oben scheint alles noch relativ fresh zu sein. Lass mich kurz die Tür aufmachen. So. Hier ist alles noch intakt. Und ich glaube, genau, hier ist der Super-Boss-Alien nämlich. Habe ich hier eine Task? Nö, schade. Das ist so mäßig die Kontaminierungszone. Und der ist hier wirklich sicher eingeparkt, kann man sagen. Und das sind die Vents. Das heißt, dort kann er wenden. Wir haben halt nur einen Imposter. Ne? Das heißt, es wird schon bei 8 Spielern schon schwer. Und hier sind die Cams. Oh. Okay, Außenbereich. Super-Alien. Was ist das? Operationsraum an Alien? Das ist nochmal der Flur. Das ist Candy, der am Spawn rumsteht. Das hier ausmache ich. Okay, das ist crazy. Auf das Ding. Wir sind auf jeden Fall auch mit hoher was ist denn das hier? Wer ist denn das hier? Wer ist denn hier oben? Nein! Fabo kam genau da raus. Was? Aus dem Raum raus. Das ist sus, leider. Das ist leider sus. Fabo hat Logo erledigt. Was? Na, das ist komplett mein random, Vote dass er so sagt Koms. Ich glaube, auf der Map gibt es nicht mal Koms außerdem. Oh, es gibt Koms. Ben, wer ist mit uns da oben? Achso, ja, ich glaube, Fabo ist mir auch gerade eingefallen. Ich wollte gerade sagen, wo war denn der Killflauschi? Oben bei Containment Area. Ja, okay. Ja, das ist durch. Schlecht hätte man das aber nicht machen können. Ich habe geskippt als Einziger. Nee, ich habe auch geskippt. Hä? Ich habe auch geskippt. Das kann doch gar nicht sein, ihr Lügner. Was? Wie schlecht! Okay, let's go. Jetzt können wir ja direkt mal zeigen, wie das nämlich eigentlich geht. Boah, hier ist aber heftig zerstört. Ne? Hier war ich noch nicht. Lass mich mal gucken. Ja, so ein paar Tasks, das ist relativ basic-mäßig. War ich denn jetzt schon überall? Hier ist Reaktor, da ist Communications. Ich glaube, in diesem Bereich war ich noch nicht. Da will ich mal hin. Ich glaube, da ist dieser Operationsraum. Den habe ich doch in den Camps gesehen, oder? Hier. Hä? Diese Animation gesehen? Das war übel cool. Hä, was ist das denn? Das ist ja der andere Schleuse. Aber hier kommt man gar nicht rein. Hä, doch, warte mal. Hier kann man was machen. Ach nee, das geht einfach nur an, weil es cool aussieht. Ah, okay, ich verstehe. Das ist sehr, sehr cool. So, dann hier lang. Warte mal, wir müssen, ich glaube, nee, auch nicht. Hier lang. Können halt jetzt schon hier. Ich kenne mich jetzt halt wenn-technisch hier nicht so gut aus. So, warte mal, was ist hier? Das sieht aus wie eine... Oh, hier ist der Emergency-Button, okay. Use. Yo! Disco! Okay, das ist cool. Knarren, Alter. Okay, hier runter. Hier. Und hier geht's auch noch runter. Wo geht's hier lang? Ah, jetzt kann ich hier unten lang. Hier ist ein Vent. Das ist crazy. Wo kann ich hier hinwenden? Lass mich das mal ganz kurz testen. Boah, das ist ein Big. Das ist Big halt, ne? Gambo läuft nur random rum, macht keine Aufgaben. Er ist ein Imposter. Hey, hat wahrscheinlich tot. Logo erledigt sogar. Ich kann was sagen. Ja? Elina ist safe, die hatte nämlich richtig viele ähnliche Tasks für ich, wenn die Gambo das gefaked hat. Hey, warte, Moment. Gambo läuft nur random, wo er hat nicht eine Aufgabe gemacht. Candy, das machst du jede zweite Runde. Ja, aber er läuft hin und zurück, sass. Während alle Aufgaben machen, macht er gar nichts. Meine ganzen Tasks sind unten rechts. Nee, das nehme ich dir nicht ab, Gambo. Ist aber so. Ja, mir egal, aber ich nehme es dir einfach nicht ab. Das ja, ist dann nimmst du ja nicht ab. Auf der Map Tasks, nicht nur unten rechts. Du lügst. Genau. Ich habe 6 Tasks unten rechts auf der Map. Oben. 6? Na, Cap, das gibt's nicht, das geht nicht. Also ich habe 4. Let him cook. Ich habe 3. Man muss sagen, Gambo und Ben auch beide zusammengelaufen. Also, ich habe die Augen offen. Scheiße, ich bin nicht eine Sekunde mit ihm zusammengelaufen. Augen durchs Leben läuft. Jetzt ist es übelst Hass geworden. Okay, Leute, wacht auf. Es ist Gambo. Wacht auf. Er hat die Maske auf. Ja, ich habe die Maske auf. Nee, Gambo, sag ehrlich, ist jetzt wieder so ein Maskending.
Benjamin, bitte. Nee, das bitte ist mach krank das. Mit jetzt versucht Ben, Gambo an den Rücken zu fallen, um sich selber zu saven. Ich wollte jetzt ja, aber dich, ich Candy, doch auch wirklich, das ist gestört, dass du ihn wieder abziehst. Okay, mein Wut geht auf Gambo. Ganz einfach. Na, ich hab jetzt auf Gambo. Ich hab geskippt. Ich bin Scheiße, ich hab Candy gewotet. Das hast du nicht. Ich Gambo gewählt. Können wir mal darüber reden, dass Logo tot ist? Hat den irgendwer irgendwie gesehen? Ja, das war Gambo. Prioritäten setzen. Das hab ich gesehen. Gambo war's, ich hab's gesehen mit meinen eigenen Augen. Candy, wer denkst du, ist der Zweite? Ich sag Ben und Gambo, beide. Der Zweite? Flo, bitte! Weil lass Ben hat jetzt gerade Gambo quatschen. Sogar noch in Schutz genommen, um dann später sagen zu können, ja, aber ich habe doch Gambo gewählt. Hä? Also erstens habe ich dich gewählt. Wir wollten auf jeden Fall jetzt Gambo. Stark. Ja! Yeah! Oh mein Gott. Kann das alles es sein. War halt null Sass, also das ist schon wahnsinnig. Scheiße, man, Gambo hat wirklich sich komplett verkocht auch. Der Big Move ist halt, diese Wenddynamik, die ich da gerade entdeckt habe, ne? Was ist das hier? Ist das eine Task? Also ich verstehe, ist das Schießen oder so? Oder ich sag, keine Ahnung, Alter. Könnt den killen? So. Ja, ich musste ja irgendwie, oder? Gehe ich auf Ultra Risk und. Nein! Ja, okay, wenn die das jetzt sehen, dann bin ich komplett im Arsch. Ja, das war's, Alter. Ich bin so ein schlechter Imposter. Ich bin so ein Versager, Alter. Die sehen es nicht. Sie gehen da nicht rein. Oh. Ich hab übelst Glück gehabt. Lina weiß ja nicht, wie man die Tür aufmacht. Ja, Lina hat mich jetzt halt gesehen, wenn ich hier einen Kill mache, aber mich wird eh keiner sehen. Scheiße. So. Ja, ist übel sass. Es ist so sass, es ist so sass, alles ist. Ist so sass. Ja, jetzt wird's Dings sehen halt, ne? Jetzt wird der reporten und ich bin weg. Nennt mich den King of Among Us! Ich wusste es von Anfang an! Ich hab Ben auf der Kamera gesehen, wie er jemanden erledigt hat! Ben, Scheiß, Alter, das stimmt überhaupt nicht. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, Ben. Tut mir leid, aber du spielst hier mit dem King of Among Us. Wo hab ich denn den Kill gemacht? Ja, ganz oben. Da gibt's nicht mal eine Kamera. Du bist mir da selber gerade doch entgegengekommen. Alter, Lieder, wieso? Da gibt's nicht mal eine Kamera. Wieso brauchst du es Containment instant? Area! Ich hab Containment doch, Area! Doch, wen ich gewotet habe. Genau, Ben. Du weißt ja gar nicht, wen sie gewotet hat. Na, das weiß ich nicht, aber ich werde Candy voten. Und warum? Ja, wen soll ich denn sonst voten? Gib doch einfach, wenn du dir nicht sicher bist. Ja, das Ding ist. Mann, Lieder, du bist so eine Verräterin, Alter. Ist das crazy? Wie kann man so lügen? Ich meine, ja, ich bin der Mörder, aber trotzdem. Gambo hat da wieder gekocht und das hat gestunken. Benjamin, was kann ich denn dafür, wenn der so tryhardet? Ich hab den Kurs mal die Map ein bisschen angeguckt und er sagt instant, geil. Ich bin auf den Jüngel. Da muss der Schlechteste nutzen. Ich hätte die Tür irgendwie zumachen sollen vor ihm oder so. Gibt's ja. Task? Jetzt kann ich die ganzen Special. Hey, gibt's ja, geht's ja auch links lang. Warte mal, da war ich noch gar nicht. Ah, hier. Boah, sieht das cool aus. Combustible. Das ist so radioaktive Verseuchung oder so. Und hier, jetzt kann ich hier ran. Was mache ich jetzt hier? Jetzt fühle ich hier noch die radioaktive Seuche rein. Ey, geil. Jetzt muss ich wieder runter. Hey, ist das eine unendliche Task? Was ist das denn? Aber die haben drei gleichzeitig. Das ist lustig. Und jetzt hier lang. Ja, okay, Flauschi ist 100% safe. Elina könnte einfach... Ja, okay, ich sage Elina, Flauschi ist safe. Aber da kann ich schon voll viele ausschließen, ja. Das habe ich hier, die Task. Ja, 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 das ist absolut safe, was die da machen. Jetzt hier hin. Oh Gott, okay. Hey, sieht voll cool aus, aber, ne? Zack, easy. Jetzt hier lang. Okay, ich sag Flauschi, Elina, safe. Weil das, dieses dreimal hin und her. Klar, das kannst du faken, wenn du die Map ein bisschen kennst. Aber jetzt direkt noch relativ am Anfang in der dritten Runde gefühlt. Also, das weiß ich nicht. Gott, was ist das? Ich muss den nachbauen, das ist cool. So. So. Ah, geil, 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 geil. Jetzt müssen wir. Jetzt gehen wir mal in diesen Bereich hier. Das heißt, wir müssen hier an diesem riesen Alien-Tentakel-Atzen vorbei. An diesen ganzen. Was weiß ich da. An diesen Tentakel-Blut-Pflanzen. Was weiß ich. Ne, Fabo hier. Ja, weißt du, die Runde kann halt auch sehr schnell vorbei sein, ne? Ey, das ist ja übelst krass hier. Wartet mal, das ist ja gefühlt. Hä? Ich muss die DNA nachbauen. Okay, das ist cool. An die unten, zack. Okay. Ja gut, das kann ich ja nach Zacken machen. Es kommt natürlich das hier. Es kommt natürlich das hier, dann das hier, dann das hier. Ich muss ja gar nicht checken. Das ist ja cool gemacht. Alter, hier ist dieser OP. Operiere ich den jetzt? Yo! Organe.
Anomalien. Und das. Boah. Muss ich ein bisschen raten, war Spanisch, keine Ahnung, Karatschigaut. Was jetzt aber, ist safe schon einer tot. Wie komme ich denn rein in den Raum? Warte mal, lass mich gucken. Ah, hier. Das sieht ja cool aus. Das ist so ein Portal in die Alien-Dimension oder so. Alter Schwede. Mikrofon aktiviert. Oh Mensch, nur Candy. Das tut mir aber leid. Also ich kann zwei Personen. Ich hab's tatsächlich vergessen. Ich kann zwei Personen safen, aber ich sag nicht wen. Okay, chill. Ja, wenn also ich das jetzt sage, ich sag nur, dass killed. Ich mit meinem Auftank-Buddy am Anfang direkt meine Auftank-Task gemacht habe, wie in der letzten Runde. Verrat den Namen aber nicht. Danke, das hast mich gekillt. Korrekt. Naja. Ich meinte Elina, aber danke. Scheiße. Aber danke, dass ihr mich jetzt auch exposed habt. Das war's mit Elina. Naja, das Ding ist, ich sag ehrlich, also Flausche Elina, also wenn sie das gefaked haben, das wäre wirklich schon, das wäre Hollywood, das wäre Hollywood-Kram. Mhm. Und dann bleiben ja nur noch vier Leute und zwei davon sind Imposter Rosters, ne? Ich sag, es war ein Self-Report, weil er mich in die Pfanne hauen wollte wegen der Runde davor. Nein. Oh. Wo liegt die Leiche? Oh, stark. Bei diesem Central Hallway oben. Ja, Central Hallway, da war das von Fabo. Ja, lass einfach mal aus Spaß jetzt alle mal Fabo rauswerfen. Ja, ja, egal, ob es richtig Spaß, ist oder falsch, gewinnen. Ist Win-Win-Win-Win-Situation. Und schau. Und er findet die Leiche, redet zwei Sekunden und geht an die Tür oder so. Digga, wollt ihr mich verarschen? Seid ihr dumm? Wenn sie jetzt zwei töten, dann ist ja instant vorbei, weißt du? Wie mach ich das? Also, andersrum. Wir drehen das Rad, so. Und jetzt füllt sich das Water. Und dann haben wir die Task erledigt. Ja, eigentlich müssen wir ein Meeting einberufen. Ah, ich muss aus... Was muss ich machen? Ah, hier, die muss ich löschen. Und dann muss ich neu hier reinmachen. Ah, cool. Und jetzt hier. Elida, Flausche und ich wieder die Connection, ey. Aber soweit wir noch alle leben, kann eigentlich nichts passieren. Das haben wir auf jeden Fall noch nicht verloren. Aber... Wir müssen ein Meeting machen eigentlich. Es ist jetzt zu risky, dass beendet wird, glaube ich. Weil die müssen jetzt, glaube ich, wenn Fabo... Ich mache ein Meeting. Mikrofon aktiviert. Mir war es zu risky, dass jetzt vorbei ist. Weil, denken wir, Fabo war jetzt richtig oder denken wir, es war falsch? Das macht schon Sinn. Self-Report würde schon Sinn machen. Ich würde sagen, es macht Sinn. Okay. Das Problem ist, wenn jetzt zwei Imposter noch leben und die Double Kill machen, ist halt vorbei. Ja, es ist Gambo. Ich hab hier sehr. Ja, es ist Gambo. Gambo hat die Maske auf. Nein, aber wäre Double Kill dann nicht jetzt schon gefallen? Boah, weiß ich nicht. Das wäre Abuse. Kann sein, aber das ist ein Argument. Aber es hat gar kein Kill gefallen. Ja, deswegen. Ja, ich wollte jetzt eh keinen rausvoten. Also, wenn jetzt zwei Imposter crazy auf Double Kill geiern, wäre es jetzt halt schon passiert. Gehe ich mal stark von aus. Logo? Was denkst du? Pass machen, einfach. Der hat die Maske auf. Das ist krank. Mann, dieses Maskending ist es irgendwie nicht. Ja. Maskiamin. Das hat Elina uns verboten, Gabo, das dürfen wir nicht mehr sagen. Hö, ich habe geskillt, möchte ich sagen. Ich habe geskillt. Warte mal, das heißt, zwei Imposter haben Logo gewotet. Safe. Die leben beide noch 100%. Ich mache jetzt instant wieder Drücker, Alter, das könnt ihr aber wissen. Safe. Ein Idiot und zwei Imposter haben den gewotet. 1000%ig. Elina, Flauschi, ich safe. Logo wollte rausgekickt werden. Das heißt, Gambo und Flo sitzen und ich hab da gekocht. Ich muss jetzt so... Gambo war mir eh schon so auffällig mit seinen... Na, aber die hätten doch den Kill schon gemacht. Kann ich überhaupt drücken? Ich kann nicht drücken, Leute. Wieso drückt keiner? Ja, Gambo killt. Oder killt, drückt Gambo? Für ultimatives Alibi? Hey, das kann ich die Taste nicht machen. Es drückt halt keiner. Das ist wirklich crazy, was ich hier erlebe. Jetzt muss man irgendwie schauen, dass man instant eine Leiche findet am besten. Ist das krank. Ja, wir verlieren die Zeit deswegen, ne? Es sind Flo und Ga... Nee, okay, das nimmt meine ganze Theorie komplett auseinander. Ich war mir 1000% sicher, dass es Gambo und Flo sind. Aber naja, das hat sich jetzt erledigt. Nee, Flo, nee, war, meine Denkweise Flo war eigentlich auch sehr safe in meinen Augen. Nee, das Ding ist, dass Flauschi und Elina für mich prime safe sind. Und Logo hat 3 Votes bekommen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Imposter ihn gewotet haben, um den Kill mitzunehmen, ist halt hoch. Und da ich aber
Elina und Flauschi für mich gesaved habe und Logo ja hier in dem Szenario der Rausgewortete gewesen wäre, blieben halt nur noch Gambo und Flo. Deswegen dachte ich, die beiden sind's. Aber es könnte natürlich auch sein, dass Aber eigentlich, muss ich intervenieren, hätte Logo sich dann selber voten müssen gerade eben. Hä? Vermute ich. Also ich habe also, wir können, ja, wir können gerne abziehen. Er hat fürs AD, der sich selbst gewotet fürs Alibi. Ja, boah, das ist schon heavy. Boah, das ist ein Play, weiß ich nicht. Das wurde noch nie gepullt. Aber Logo wäre auf jeden Fall der Kandidat, der das macht. Wenn es also jemand macht. Die Runde gar nichts. Ich bin nur rumgelaufen. Ich habe Flauschi zweimal gesehen. Die ist irgendwo zwischen Chip bis Portal hochgelaufen. Ich habe versucht, durch diesen Gang da zu kommen. Ich habe es nicht mal in diesen Portalraum hochgeschafft. Ich kann sagen, der letzte, der mir begegnet ist, als ich da hoch bin, war Gambo. Und theoretisch könnte man das ja auch so machen. Man könnte wo hoch denn? Man kann da wenden. Wie lang ging denn die Runde? Die ging schon lang. Nee, die ging nicht so lang. Doch, also, weil ich habe ja den Button abgewartet und den konnte ich da nicht drücken. Und der Button ist, glaube ich, genauso lang wie der Kill-Cooldown. Und dann bin ich noch mal rumgelaufen und so. Also nicht ultra lang, aber jetzt auch nicht übel kurz. Also Double Kill, die Frage ist, lebt jetzt halt noch ein Imposter oder zwei, ne? Also ich bin immer noch bei einem Imposter-Theorie, weil bei zwei wäre es halt dämlich, das so lange laufen zu lassen. Also ich weiß ja, dass Flauschi irgendwie safe ist, aber wieso ist sie da immer so im Windschatten? Ich sage, es ist Logo. Lol. Warum wird denn kein Sass geskippt. Geäußert? Also wir können uns ich hab auch gerade eben schon gesagt. Keine, mit so. Was hat Flauschi gesagt? Die eine Imposter-Theorie, aber dass sie jemanden Sass findet oder was? Was haben wir denn für eine Task? Hey, wie cool. Mann, ich muss die mir erstmal angucken, bevor ich die spamme, Alter, ohne Witz. So, jetzt haben wir hier die. Ja, Flauschi macht die Task zu gut, Alter. Sind sie disfaked, Alter? Dann weiß ich beim besten Willen nicht. Und Elina auch. Logo könnte wirklich der Play gewesen sein. Dass er so viele Votes kassiert hat, ist unwahrscheinlich. Es sind so Logo und Gambo! Oh, Mann. Der Self-Vote. Das war so klar. Vor allem, ich dachte, ich bin da anders geliefert. Du sagst auch noch, ich war mir zu 100% sicher, dass es Flo und Gambo sind. Und nachdem Flo raus war, hast du mich einfach in Ruhe gelassen. Danke, Bro. Ja, weil die Theorie dann insgesamt keinen Sinn mehr gemacht hat. Oh, Mann. Au, ich weiß nicht. Mit Flo? Das kann ja was werden. Na gut. Aber kriegen wir schnell. Kriegen wir schon hin. So, wir düsen hier runter. Ach, Lisa kennt ja die Map jetzt gar nicht. Sie spielt ja das erste Mal die Map. Tja, dann wird's gleich hier ein Kill. Aber das ist ja richtig assi irgendwie, oder? Ich könnte halt hier. Es hat keiner gesehen, dass ich hier reingerannt bin. Das heißt, ich könnte jetzt hier. Schnell, wenn es keiner sieht. Lauf doch! Könnte ich hier halt einen Kill machen. Na, und dann wenden. Das wäre, glaube ich, ein Move. Aber das ist natürlich auch Risk. Man muss auch mal Risiken eingehen, sage ich. Nee. Hier ist halt eine Kamera, Alter. Die ist schon übel assi, ne? Da wird Candy wahrscheinlich gleich wieder hinlaufen, wie so eine Nervensiege, Alter. Kommt hier keiner? Hat hier keiner eine Task? Ist das krank? Das heißt halt wirklich keiner, dass ich hier bin, ne? Also hier ist jetzt halt Free Kill, ne? Kill into Vent. Weil keiner weiß, dass ich hier hingelaufen bin. Keiner ist in der Kamera. Ich warte jetzt einfach hier. Flo hat Elina gekillt, auf Kamera gesehen. Gambo ist ganz schnell auf mich zugesprintet. Dann habe ich den zweiten Poster auch, das ist Lisa, weil die stand genau daneben. Hä, aber warte mal. Hä? Ich bin doch gerade reingelaufen und hab reportet. Ja. Hä, aber also, Flo, warst du for real? Warst du for real Camps gerade? Ja, warum? Hey, nee, hab ich auch gesehen. Weil die Lampe, ich habe da nichts leuchten sehen. Ja, aber ich spam, also ich switche mal schnell durch, gucke immer nur ganz wenig, immer so bapp, dann merke ich mir, was passiert. Ich bin gerade in den Raum reingelaufen. Ach, leuchtet so eine Lampe nur, wenn man die auch gerade anguckt? Ja. Würde ich auch sagen. Digga, das lerne ich gerade. Ich dachte, alle leuchten. Was? Du dachtest, alle leuchten? Ja. Oh mein Gott, mein Lass jetzt ein Like und Abo da, wenn ihr es auch dachtet. Hä? Ja, okay, also Flo hat es gerade zugegeben. Ja, Flo hat es auch zugegeben. Und Lisa ist aber rein und sie hat sehr, war sehr, zögerlich. Nein, war zögerlich. Ihr macht keinen Sport. Also, ich denke auch, Lisa. Ich hatte die Karte offen. Ich musste erstmal rausgehen aus der Karte. Aber Lisa, das glaubt dir hier niemand. Hör auf zu lügen. Hey. Hast du gelogen? Nein. Okay. Logo drücken bitte, für was sie sich auch immer entscheiden mögen. Ja, was war nochmal das erste von Candy? Der hat mir nicht geantwortet. Bro, du warst einfach gerade am Handy oder hast einen Joghurt gegessen, du? Der hat wieder Smarties-Joghurt gegessen. Ich hab das gefragt. Es war Flo und ich hab's auf der Kamera gesehen. Okay. Boah, das war ein cleaner Vote. Holy moly.
Boah, da passen gar nicht alle. Sogar Lisa hat auch sogar ihren eigenen Kollegen verraten. Huh? Das ist krank. Microphone muted. Wirklich Flo, Mann. Flo! Zuerst Gambos am Kochen, Flo's am Kochen und es stinkt alles. Mann, ey. Ja, ich mach wieder denselben Move. Auf Idioten. Ja, aber das ist übel auffällig, das wird dann kennen. Aber ich glaube, Lisa hat einen Sass, das ist natürlich nicht schlecht. Was ist, wenn man hier reingeht? Ich muss halt Kenny umbringen, der nervt viel zu sehr, Alter. Da sind die das Haustier. Und dann macht er so, oder was? Und dann sieht man das nicht. Ja, als ob das wirklich so ist, Alter. Das habe ich heute gelernt. Das ist ja krank. Das ist aber ehrlich? Das kann ich als gar nicht mehr gewinnen, Alter. Ich habe auch gar keinen Bock, das noch zu gewinnen. Ich kill den jetzt einfach ohne Risk. Ja, wenn hier jetzt da reingehen, bin ich anders geliefert, Alter. Mann, Alter, was soll ich jetzt machen? Ist der doof? Er hat sie da die Leiche. Microphone activated. Och nee, nicht Candy. Das ist ja wenig überraschend. So. Lauschi war zuletzt mit bei diesem Button oben bei Admin, wo man auch immer dieses komische Passwort eingibt. Ja, ich bin dann nach oben gegangen, da waren Gambo und Fabo. Simon, wo bist du? Ben, wo bist du? Hm? Ich war bei den Camps und bin dann runter und bin wo jetzt da Camps? Cafeteria. Direkt hier bei uns, Gambo. Unten runter. Zwischen Office und Admin. Ach, Camps sind zwischen den Türen, wo es hochgeht. Ja, ja. Okay. Ja, so, keine Ahnung. Also ich würde mich tatsächlich am letzten Sass orientieren. Ich habe Lisa gewotet. Was? Ich habe es nur anders ausgedrückt. Ich war nicht mal bei Kameras. Hä? Candy ist die ganze Zeit Lisa hinterhergelaufen. Hä? Ich habe Candy nicht einmal gesehen. Was habt ihr denn? Hat der gegen mich verschworen in der letzten Runde, oder was? Du hast Candy nicht einmal gesehen? Ich muss zugeben, Lisa, wir haben uns abgesprochen, dich zu pranken. Hat Spaß. Ja, ich merk's schon. Ich bin... wo landet man dann in Cafeteria? Da bin ich links, Balcony, bin ich links gelaufen und jetzt bin ich unten bei Pipeline. Landet man? Ja, wenn man wendet oder wie? Und sie meint nach dem Nein! Achso. Sorry, ich bin dumm. Lisa, liegst du gerade? Nein, ist mein Quatsch. Lisa, hast du eine Maske auf? Nein! Weiß ich nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Ich schwör auf alles. Boah, nee, das machen wir hier nicht. Ich bin's wirklich nicht. Ja, Lisa, du musst es ja jetzt nicht in die Länge ziehen. Du bist raus oder nicht raus? Wir werden es jetzt sehen. Ja, okay, also. Das Ding. Ich hab geskippt. Geh doch mal an den Spawn, würde ich sagen. Jetzt gießen wir die. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Das geht zu fähig, ist auch Wissenschaft, ey. Hier jetzt. Es ist eine sehr, sehr schwere Imposter-Map, ne? Besonders, wenn man alleine spielt halt. Ja, die Task... Okay. Microphone activated. Hier wurde eine ganz schöne Sass-Agenda gepusht. Von wem nochmal? Ach, von Candy. Aber der ist ja tot, also der... Oh. Lass nochmal nachtreten. Lass ihn nochmal rausvoten. Hey Logo, was hast du denn zu sagen sonst? Ich finde Ben Sass. Der hat das angetrieben. Was hab ich denn angetrieben? Ich habe jetzt eine wilde Theorie. Ich glaube, Logo hat einen Self-Report gemacht in der letzten Problem, Runde. Ja. Also nachdem es dann weiterging, habe ich es auch gedacht. Und jetzt das mit dem Button into noch jemanden. Into Abuse auch. Ja, aber er abuse es ja gegen sich selbst. Ja, eben. Dann ist ja erlaubt. Das war nämlich mein Gedanke auch. Into auf jemanden anders hassen, um per Sass jetzt noch jemanden rauszuworten und zu gewinnen. Also. Na gut, ein Imposter ist ja raus, ne? Aber... Ja, aber es ist natürlich einfacher, jetzt mit einer Nonsens-Diskussion jemanden rauszuschmeißen, als auf einer neuen Map jemanden zu killen. Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, Zeit zu warten wie auf den Button und dann jemanden zu killen? Nachdem Gambo ja komplett gekocht hat in meiner Runde und ich allein auf mich gestellt war, kann ich sagen, es ist sehr schwer, hier Kills zu machen. Weil es gibt halt meistens nur einen Gang. Benjamin, es ist eine neue Map, dass ich nicht jede einzelne Ecke kenne und Candy immer in diesen dreckigen Camps hängt, das kann doch keiner wissen. Ja, dass er das sogar so abused und ihn da durchspammt, das ist auch eine Mechanik, Mann, die kannte ich bis gerade gar nicht. Das ist wirklich krank. Naja, der Logo mich gebordet hat, werde ich jetzt Logo worten. Kuss, da ist da hinten losgegangen. Ja, ich bin schon sass, oder? Fabus AFK, der checkt nichts.
Den werde ich so umbringen. Den werde ich so schnitzi machen. Übelst Hass, aber egal. Oh, ich hab Glück. Wenn ich Glück habe, ist Fabo wieder AFK, weil sein Hausmeister ist gekommen. Das heißt, ich kann ihn killen. Er hat uns bedeckt. Das ist ja cool. Und hoffen, dass Flauschi bis dahin die Leiche nicht findet. Weil dann weiß sie, dass ich es bin, weil Fabo ist ja gerade, also er hat so gesagt, dass er wahrscheinlich AFK geht, weil sein Hausmeister irgendwie kommt. Das heißt, ich hole die Runde Flo. Ich habe die Runde für uns geholt. Nein! 2 Sekunden! Mikrofon activated. Ich habe mal einen in der Nähe gesehen. Ja, mich. Ja. Ja, aber ich woher weißt du, dass du da... Ich habe ja gar nicht gesagt, wo. Ja, aber... Scheiße. Nix aber, Ben. Hat sich verraten. Scheiße. Und Fabo ist full mute. Ey, weißt du, was der Scheiß ist? Fabo ist bei seinem verkackten Hausmeister. Aha, und mein Cooldown, Mann, für den Double Kill war noch 1 Sekunde und dann findest du die Leiche. Ey, ich habe aber versucht, Lisa den Sass zu geben. Das war stark, ja. Das war Among Us auf einer Horror-Map. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine positive Bewertung da, würde mich unendlich freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao.